wollen Sie die Digitalisierung an Schulen und Unis vorantreiben? Ich habe es ja schon mal gesagt, ich würde gerne den zweiten Digitalpakt für die Schulen auf den Weg bringen, dass wir hier nochmal neues Geld auflegen vom Bund, das direkt an die Schulen geht, damit nicht nur auch Hardware gekauft werden kann wie iPads oder PCs, sondern vor allem auch, dass geeignete IT-Menschen dann in die Schulen reinkommen, die es auch vermitteln können. Ich glaube, da hapert es vielleicht aktuell sogar noch mit am meisten. Ja, wir haben ja jetzt nicht auch zuletzt in der Corona-Zeit gesehen, dass wir da enormen Nachholbedarf haben und wir als Bund werden auch massiv weiter finanziell unterstützen, um Infrastruktur zu schaffen, um jedem ein digitales Endgerät zu ermöglichen. Aber ich sag mal, die Hardware ist ja nur ein Teil der Medaille. Wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass Medienkompetenz stärker in den Fokus gerät und da ist für mich ganz wichtig, dass die Lehrer Aus- und Fortbildung diese Themen stärker reflektiert als vielleicht in der Vergangenheit, weil letztendlich nützt mir die beste Hardware nichts, wenn ich keine Medienkompetenz habe. Nur dann kann ich die Chancen, die digitale Medien bieten, nutzen und bin auch vor den Risiken halbwegs sicher. Wir haben ja einmal 500 Millionen für die digitalen Geräte erst zur Verfügung gestellt auf Bundesebene, was ja eigentlich gar nicht Sache des Bundes ist, sondern eigentlich Sache der Länder. Und zusätzlich haben wir noch 500 Millionen für die Ausbildung von Lehrern, aber auch Administratoren in den einzelnen Schulen, denn da fehlt es meistens. Und ich denke, wenn wir dann überall Breitband haben und da geht es Gott sei Dank zügig voran, werden wir die Ausstattung ganz gut hinkriegen. Ja, wir sagen, wir brauchen als Linke 10 Milliarden Euro im Jahr, um den Ausbau der Digitalisierung an den Schulen voranzutreiben. Das beinhaltet, dass man den Kindern und Jugendlichen kostenlos Endgeräte zur Verfügung stellt, damit die eben auch digital Kompetenz erlernen. Wir wollen aber auch ein zusätzliches Fach Medienkunde, wo sozusagen auch die soziale Kompetenz und der Umgang mit den Medien und den sozialen Netzwerken eben auch vermittelt wird, damit sozusagen auch klar wird, wie man sich in den Netzwerken eben auch bewegen soll. Das schließt ja sozusagen auch an die vorherige Frage ein Stück weit an. Auch da gibt es ja ganz viele Dinge, unter denen Kinder und Jugendliche eben auch zu leiden haben. Und da muss man Medienkompetenz eben auch vermitteln. Und dazu braucht es Geld in dem Bildungssystem, damit alle die gleichen Chancen haben. Wir haben jetzt durch die Corona-Krise schmerzlich erfahren müssen, wie schwierig da auch der Bereich der Digitalisierung ist. Und da braucht es den Ausbau von Glasfasernetzen auf allen Ebenen. Vor 5 Jahren stand das schon auf dem Programm, Digitalisierung. Meiner Meinung nach ist die Digitalisierung oder digitales Lernen nicht die Priorität. Schüler und Studenten haben andere Probleme. Der digitale Unterricht hat doch jetzt ganz klar gezeigt, dass er nicht funktioniert. Das lenkt nur von den wahren Problemen ab, meiner Meinung nach. Ohne ordentliche Lernkonzepte oder die Frage, für welche Lernkonzepte ist denn überhaupt Digitalisierung erforderlich? Dann, wo sind die ausgebildeten Lehrer dafür? Dozenten, Professoren? Für ein Zoom-Meeting braucht man keine Digitalisierung. Das Einzige, was funktioniert hat, ist analoger Unterricht. Der funktioniert. Digital könnte helfen, aber nur mit ordentlichen Konzepten und Personal. Was fehlt euch denn wirklich? Plakativ gesagt, und ich bringe es einfach so auf den Punkt, ein sauberes, funktionierendes Klo erstmal in der Schule. So, also wir haben ganz andere Dinge, die ich vertrete oder der Meinung bin, dass da erst angesetzt werden muss, bevor man über Digitalisierung redet, irgendwo Tablets bestellt werden für digitalen Unterricht und die irgendwo dann rumliegen. Familien sollen bei der Beschaffung von mobilen Endgeräten unterstützt werden. Und gleichzeitig sollen diese auch in den Schulen und Universitäten vorhanden sein. Dazu benötigen wir eine Aufstockung des Digitalpaktes. In die Haushalte müssen IT-AdministratorInnen eingeplant werden und natürlich Fortbildung für Lernende, aber besonders auch für die Lehrkräfte.